Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus heute am Dienstag, den 24. Januar. Das Wort, über das ich nachdenken möchte mit euch, finden wir in Lukas 12, den Vers 20. Es geht um das Gleichnis von dem reichen Kornbauern, der seine Scheune niederreißen wollte oder niedergerissen hat, größere, modernere gebaut, um sein ganzes Getreide unterzubringen. Und jetzt heißt es dann, oder hieß es zuletzt, dass er zu sich selber sagte: So, liebe Seele, nun habt genug, habt die Ruhe, habt den Frieden, wir haben genug zu leben. Und jetzt der Vers für heute. Lukas 12, 20. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und es wird sein, dass du bereitet hast. Also geht es, wer sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr. Damit ist natürlich jetzt nicht gemeint, dass Gott diesen Menschen als acht- und wertlos hinstellt oder als Idioten. Denn wenn es heißt, du Narr, dann heißt es nur, du hast deine Rechnung ohne Gott gemacht. Du warst überheblich. Du warst stolz, du warst arrogant. Im Leben gibt es ein Sprichwort. Das heißt, er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Gast im Restaurant hat sich also ausgerechnet, was er für sein Essen und Trinken bezahlen soll. Doch während er diesen Betrag hinblättert, präsentiert der Wirt, der es besser weiß, die wahre Rechnung. So ähnlich ist es auch hier in diesem Gleichnis. Der reiche Kornbauer hat seine Lebensberechnung ohne Gott gemacht. Er kannte nur die eigenen Rechnungen. Seine Rechnung hieß: Seele, du hast viele Güter dahin liegen, auf viele Jahre. Ruhe aus, iss und trink und sei fröhlich. Doch die Rechnung war völlig anders. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Dieser Bibelvers beginnt mit zwei Worten: Gott aber. Ja, damit rechnen viele Menschen nicht. Ja, überhaupt nicht. Sie meinen, alles kalkuliert zu haben und sind vielleicht auf 1000 Ratschläge eingegangen, um sich nur richtig abzusichern. Aber einen haben sie nicht gefragt: den lebendigen Gott. Was nützt dem Junggesellen eine Lebensversicherung? Und wenn sie auch in ihrem Leben nie mit Gott gerechnet haben, so redet er plötzlich mit ihnen: Gott aber. Das sind furchtbare Worte. Wenn wir nicht im Willen Gottes gelebt haben, ja, wie ist der Mensch heute so selbstsicher? Er meint, alles beherrschen zu können, hat alles im Griff und rühmt sich seiner unsinkbaren Schiffe. Denken wir da nur an die Titanic. Wie stolz und überheblich war man. Dieses Schiff ist unsinkbar. Ein kleiner Eisberg.
Ein kleiner Eisberg hat ihn zum Sinken gebracht. Wie dann aber auf der Jungfernfahrt ist sie untergegangen. So mag es auch von erdbebensicheren erdbebensicheren Atomkraftwerken sein. Doch was ist, wenn Gott die Erde schüttelt, wie der Mensch es nie vermutet hätte? Gott aber. Oder vor einigen Jahren mit dem großen Sturm Katrina vor Florida oder Philadelphia. Man wollte einen schwulen Umzug machen. Dann war die Ecke sehr stark verseucht mit Spiritismus, Okkultismus, Voodoo, und Gott hat durch einen Prediger warnen lassen. Man hörte nicht. Und dieser Sturm hat alles niedergemacht. Oder beim Tsunami. Man schimpft nur. Warum kann Gott das zulassen, aber keiner überlegt und fragt, Herr, warum? Denn es war gerade wieder eine Zeit, wo extrem viel Sextourismus dort war, von alten Hurenböcken, die sich an Kindern vergriffen haben. Es war Strafe, es war Gericht. Man hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Man dachte, man fährt in ein Land, wo es das Christentum nicht ist, da kann man dann die Sau rauslassen. Ja, liebe Freunde, denkt mal drüber nach. Mein Herz ist traurig über diese Dinge. Aber Gott, machst du auch täglich deine Rechnung ohne Gott? Diese zwei Worte machen einen gewaltigen Strich durch manche Lebensberechnung. Und wie wichtig ist es deshalb, dass wir den lebendigen Gott in unser Leben einbeziehen? Er will Herr unseres Lebens sein. Und deshalb lass den Herrn Jeshua in dein Herz hinein. Denn er steht auch vor deiner Herzenstür und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand auftut und meine Stimme hört, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Und erst wenn wir unsere Herzenstür für ihn geöffnet haben, sind wir sicher. Dir öffne ich, Jeshua, meine Tür. Ach, komm und wohne du bei mir. Treib alle Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus. Viele mögen gesagt haben, er ist doch ein kluger Mann. Gott aber sprach, du Tor. Ein solch gewaltiger Unterschied liegt zwischen der menschlichen und der göttlichen Beurteilung. Wie groß die Pläne des reichen Kornbauern auch waren, sie kamen nie zur Ausführung. Es waren nur Pläne auf dem gedanklichen Reißbrett. In dieser Nacht sollte die Abrechnung geschehen. Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Der Bauer hatte gedacht, alles gehöre ihm doch. Nun sah er, dass ihm nichts gehört. Vor allen Dingen hielt er auch seine Seele für sein Eigentum. Doch jetzt wurde er gewahr, dass ihm seine Seele nicht gehört, sondern Gott sie fordert. Auch unsere unsterbliche Seele gehört nicht uns selbst. Sie gehört Gott. Und er wird sie eines Tages zurückfordern. Was haben wir mit unserer unsterblichen Seele gemacht?
Was hast du gemacht zu deinen Lebzeiten? Haben wir sie schon schonungslos der Sünde ausgesetzt, so dass sie jetzt ganz verdorben ist? Da muss jeder Mensch rechtzeitig zu Jeschua fliehen, der unsere schmutzige Seele reinigen will. Darum ist es auf diese Erde gekommen und hat die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen. Er hat für uns gezahlt. Deshalb kann nur er unsere Seele heilen und reinigen. Und nur eine heile Seele kann in ewiger Freude bei Gott sein. Nur eine heile, eine reine Seele. Und nun ging er ganz unvorbereitet zum Sterben. Das war eine schreckliche Situation und wir wollen dafür Sorge tragen, dass uns eine solche Situation nicht begegnet. Denn sie würde unwiderruflich Verlust bedeuten. Deshalb, ach, häng an die Welt dich nicht. Noch keinem gab sie Glück. Zu Jeschua kehr dein Angesicht und blick nie zurück. Du kannst ja niemals glücklich sein, bleibst du dem Heiland fern. O Herze, geh doch zum Frieden ein, nimm Jeschua an als Herrn. Möge Gott dieses Wort an euch segnen und euch durch den Tag führen und euch die Augen öffnen, dass ihr nicht am Ende als Toren vor dem Tor steht, welches euch verschlossen bleibt. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen und Bewahrung auf dem heutigen Weg, in der Arbeit oder wo ihr auch seid. Ich grüße alle Geburtstagskinder ganz herzlich und ich segne auch alle Kranken. Vater, ich bitte dich jetzt für unsere Geburtstagskinder, dass du sie segnest, behütest und bewahrst im neuen Lebensjahr. Und Vater, ich bitte dich auch für unsere kranken Geschwister, dass du sie jetzt segnest, ihnen Kraft und Trost schenkst. Und unsere arbeitenden Geschwister, Vater, bewahre auf ihren Wegen vor Unfall und Gefahr. Und lass uns am Ende gemeinsam vor dir stehen. Amen.